So, ich bin ja hier auf der Abenteuer- und Allrad. Und bei mir ist der liebe Carsten. Guten Morgen. Ja, Robelmobil. Richtig edel. Richtig gut. Richtig gut. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen. Und der Carsten, der zeigt uns mal so das ein oder andere. Was mir ja, Carsten, als allererstes aufgefallen ist, die Fenster, ne? Also ja. Hühnerkopffenster. Nicht diese Kunststoff und was halt jeder hat. Genau. Das hat natürlich wirklich was, ne? Da wir ja individuell bauen, bauen wir natürlich das ein, was die Kunden haben. Drängeln sie aber auch gerne mal in die Richtung, wo wir von den Produkten halt eben auch überzeugt sind. Und das sind in diesem Fall die Hühnerkopffenster. Die sind sicher, die sind dicht, die machen, dass es leise ist, schick, sehen gut aus. Und man kann halt eben wirklich über die Fenster nicht einbrechen, was ja bei vielen Fahrzeugen mit Serienfenstern schon eine Einladung ist. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Fahrzeug. Ja. Was haben wir? Ich sehe einen Mercedes Sprinter. Genau, wir haben hier einen Mercedes Sprinter, mittlerer Radstand, 4x4, also Allradantrieb mit Automatikgetriebe. Und Zwillingsbereifung. Und Zwillingsbereifung, weil wir ein Fahrzeug haben mit 5,5 Tonnen Gesamtgewicht. Zulässig 5,5. Genau, fahrfertig 4,5. Fahrfertig bedeutet mit vollem Wassertank, mit Diesel, mit Gas, mit Fahrer 75 Kilo. Komme ich jetzt nicht ganz mit zurecht, aber das ist halt eben so ein Normwert. Ja. Aber wir rechnen mit vollen Betriebsstoffen, weil das halt eben authentisch ist. Ja, dieses immer dieses 20 Liter. Genau, Fahrwasserstellung für was? Einmal zum Füße waschen. Ich wollte gerade sagen, ich möchte ja mit einem Wohnmobil mobil sein und auch mal irgendwo stehen und nicht mal mit diesen. Ja, aber sie machen es halt alle, um auf ihre 3,5 Tonnen zu kommen. Ne? Deswegen sind wir halt eben mit den 5,5 Tonnen deutlich besser gestellt, weil da haben wir halt eben inklusive 200 Liter Frischwasser. Ja, ich lese es gerade. 200 Liter Frischwasser, Abwasser 125 Liter. Das hat schon was, ne? Das reicht auf jeden Fall für mehr als 2 Tage. Ja. Da, wenn man das Wasser nicht laufen lässt. Wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall. Lass uns mal kurz rumgehen. Genau. Ah, das ist, wie hoch ist der? Weil der ist ja schon hoch. Ne? Der ist schon hoch. Also der hat hier hat er knappe 3,50 Meter. Mhm. Hat halt das Mercedes Allrad-Fahrgestell drunter. Und das ist von Haus aus schon mal 10 cm höher circa als das Serienfahrgestell von Mercedes. Dann haben wir halt eben einen recht hohen Zwischenboden. Den kann man auch hier schon sehen. Hier ist die Bodenplattform, die liegt auf dem Fahrgestell auf. Und in diesem Bereich dahinter, da sitzen dann halt eben die Wassertanks, die Technik, Elektrik und so weiter, dass wir da im Innenraum nicht irgendwo in der Sitzbank was verschenken. Und dadurch kommen wir halt eben von der Gesamthöhe halt so weit nach oben. Sehr cool. Airline-Schienen so an der Wand, das heißt, du hast da auch immer direkt die Möglichkeit, was vernünftig zu verzurren, ne? Richtig, weil Ladungssicherung ist wichtig, wird aber gerne vergessen. Wird meistens vergessen, leider. Oh ja. Ne? Und das kann auch ganz schön teuer werden. Nicht nur, dass es gefährlich ist, es kann auch dann echt teuer werden. Genau. Ja, sehr cool. Leiter, das heißt, man kann auch mal was aufs Dach packen? Man kann auch mal was aufs Dach packen. Unser Dach ist voll begehbar. Dadurch, dass wir halt eben eine sehr stabile Kabinenkonstruktion haben, die übrigens hier mit diesen Elementen auch noch schön aussieht. Ja, das ist Verbindungsteile. Wirklich, wollte ich gerade sagen, so Überlappung sieht das sehr. Und die Fugen hier, ne, das sieht man. Ja. Handgezogen. Ja, so, aber es sieht auch so aus. Also das sieht wirklich schick aus. Genau. Cool finde ich auch hinten noch Reserveradhalter direkt dran, auch wieder mit den Schienen hinten dran, Reservekanisterhalter. Genau, diese Schienen, die sind halt eben multifunktionell, da kann ich dranhängen, fast was ich will. Irgendwann ist natürlich in der Breite der Platz weg und dann ist Ende. Aber wir können hier einen Fahrradträger dranhängen oder hier alternativ halt die Halterung. Dürfen wir Werbung machen? Klar. Von GMB. Okay. Steht ja auch groß dran. Wo dann halt eben 2 Kraftstoffkanister dran gemacht werden können. Die haben wir jetzt hier aus Sicherheitsgründen tatsächlich mal abgemacht. Ja, aber das ist super, dass sie die mitkriegen. Ja, ja, genau. Aber man kann es auch abschließen. Man kann es auch abschließen. Man kann es auch abschließen. Das Schloss ist noch nicht da, weil es soll dann ja gleich schließend werden zu den Sicherheitsschlössern, die wir am Fahrzeug haben. Genau, dass du einen Schlüssel hast für alles. Richtig, genau. Das finde ich so ein Klimperschlüssel. Genau, und dann sind bestellt und die kommen dann halt eben noch zur Auslieferung. Es ist halt im Moment liefertechnisch bei allem etwas schwieriger. Etwas? Ganz dezent. Minimal. Sollen wir mal reingehen? Ja, aber gerne doch. Es sei denn, du möchtest mir noch gerne irgendwas hier außen Besonderes zeigen. Ich sehe, wie gesagt, Alkoven. Genau, Alkoven, Längsbetten im Alkoven. Längsbetten im Alkoven? Längsbetten im Alkoven. Okay, lass uns reingehen. Bitte sehr. Ich da vor. Ja, aber ich klar. Ich putze mir die Füße ab. So liegt die Matte da. Oder da gedacht. Die Matte. Genau. Ah, ey, diese Ventilatoren, ne? Das ist unglaublich, was die bringen, ne? Der Maxfan? Der Maxfan ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner, leiser Lüfter. Der ist aber der serienmäßig drin? Nein.
Option. Option. Gut. Nutzen wir halt eben hier über der Küche einmal als Dunstabzug und allgemein, wenn man nicht kocht, natürlich auch als, ja. Ja, aber man merkt das direkt. Also wenn ich jetzt drüben bei mir reingehe, ich habe jetzt die Dachluken auf, aber das, da bin ich jetzt gerade beeindruckt. Das Schöne ist halt, der funktioniert auf 12 Volt. Genau, und ich wollte die Klimaanlage jetzt noch nicht anmachen, weil wir auch eine Stauraumklimaanlage hier drin Ach, haben. Cool. Aber da habe ich mir gedacht, das versuche ich erstmal mit dem Lüfter. Sehr cool. Einzelbetten längst. 2 Meter, 1,95 Meter längs im Alkoven. In der Mitte ein kleines bisschen, falls man sich abends auch noch mal eine Geschichte erzählen möchte. Das ist ja cool. Da gibt es ja eine lustige Geschichte vom Tobi, da müsst ihr das Video beim Tobi mal gucken. Bettesser. Bettesser. Er hat es betont. Er hat es betont. Cool, Tür, dass du nach vorne kommst, darf ich mal auf? Nee. Nein? Nein. Warum nicht? Weil der Teppich hier zum Schutz liegt und der ist okay. im Weg. Aber dann natürlich gerne. Ah, cool. Wir haben hier eine isolierte Fahrerraumtür. Boah, die ist ja riesig. Genau, die ist ja dick. Sind 2 Holzplatten in der Mitte isoliert. Genauso wie die Wände hinter den Sitzen, damit wir halt eben die Kältebrücke... Fahrerhaus weg. Genau. Richtig. Das ist clever. Oben isolieren die Matratzen, hier hinter die Wände sind halt eben mit Hartschaum isoliert. Das ist cool. Und damit können wir halt eben im Winter vorne die Hütte ruhig kalt lassen, haben es hier hinten aber trotzdem warm und nicht so viel Gas, Schrägstrich Diesel zum Heizen. Ja, weil du den Raum nicht verballerst. Da, weil ich die Kältebrücke halt eben nicht mitheizen muss. Ich kann, es sind Luftausströmer von der Heizung vorne im Fahrerhaus mit drin, aber ich kann es halt eben auch zumachen und dann ist es halt eben vorne kalt, da kann man dann das Bier kühlen im Winter und hier hinten drin kann man dann trotzdem noch angenehm im Bikini sitzen. Jetzt kommt die Frage, wie komme ich da hoch in das Bett? In das Bett. Achso, ich dachte, wie komme ich runter ins Fahrerhaus? In das Bett kommst du mit einer ganz bequemen Klapptreppe. Das ist einfach gelöst. Genau, es ist einfach da, es ist einfach weg. Und vom Fuß her, der Fuß passt prima drauf. Schuhgröße 45. Ja, aber du hast trotzdem nicht nur vorne hier so ein Stück vom Fußballen, den du aufsetzen musst, um das genau, Ganze... Genau, ich kann mit dem ganzen Fuß drauf treten und da kann ich dann auch noch, wenn ich älter als 25 bin, hoch. Weil dieses typische, wir haben jetzt da auch einen Alkoven, da hast du halt eine normale Leiter. Wenn du da aber barfuß auf diese schmalen Stufen, das ist nämlich... Weil ich weiß. Also mit Schuhen ist so eine Treppe alles toll, aber barfuß oder so, wenn du gehst ja nicht mit Schuhen ins Bett. Dann ist so eine Stufe, wo du wirklich den Fuß aufsetzen kannst, natürlich wesentlich angenehmer. Und viel ist halt eben gerade auch für die Kunden, die dann halt eben schon etwas älter sind, angenehmer, um ins Bett zu kommen. Und wir haben dann halt eben wirklich hier diesen Bereich komplett ausgeklammert. Mhm. Wer möchte, kann hier auch noch einen Vorhang vorbekommen, der dann halt eben das Ganze als Sichtschutz zumacht. Gefilzt? Jawohl. Nadelvlies an der Decke. Raumklima, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, Staub etc. wird wahnsinnig gut. Froli-Matratzen. Froli-Matratzen, Froli-Tellerfedersystem. Okay, wer da schon mal drauf gelegen hat, weiß, wovon man redet. Also, es gibt schlechtere Möglichkeiten zu nächtigen. Ja, das stimmt wohl. Ja, und das ist natürlich auch schön hier gemacht. Ne? Also hier kommt man auch ganz bequem noch durch. Also das ist perfekt. Es geht noch bequemer. Jetzt. Ich lege die Matratze weg. Ich klappe das Teil nach vorne und wenn ich hier aufgeräumt hätte, könnte ich auch prima ins Fahrerhaus rein. Ja, aber das ist cool. Es ist ein Durchgang und keine Krabbelhöhle. Ja, das ist natürlich cool. Ja, das ist Kleinigkeiten, woran gedacht worden ist. Ich kann das Ganze auch verriegeln, hier oben. Okay. Von innen verriegeln. Das heißt, du hast im Grunde, wenn jetzt... da ist zu, da ist ein Schloss drin von außen mit dem Abus-Schlüssel auch wieder, genau wie die Sicherheitsschlösser draußen. Ich kann das Ganze zumachen und somit habe ich halt eben hier auch die Möglichkeit, ganz problemlos das Fahrzeug zu verschiffen. Ach so, genau, weil ja... Beim Verschiffen muss die Fahrerkabine ja abgeschlossen sein, wollen die meisten Verschiffer, damit derjenige, der das Auto aufs Schiff fährt, nicht eventuell noch mal guckt, was hier hinten noch zu holen ist. Richtig, und da kannst du dann wirklich separat zumachen. Dann ist da vorne zu, der kriegt dann den Mercedes-Schlüssel in die Hand, kann damit fahren und nichts weiter. Aber nicht weiter hier rein. Richtig. Das ist super. Genau, deswegen von innen zur Sicherheit mit dem Drehknauf, falls mal hier jemand eingesperrt wird, der kommt wieder raus. Du musst ja eine Möglichkeit haben, rauszukommen. Richtig, genau. Sehr toll. Ja, also das ist hier oben Steuerzentrale. Jo, ich mach mal hier ein bisschen Platz. Ja, mach mal. Ja, Knöpfe, Schalter und alles, was man so braucht.
Aber schön ordentlich alles. Genau, wir setzen hier auch nach wie vor auf herkömmliche Schalter. Schalter, nicht ja. irgendwelche Touchgeräte. Nee, weil die Haptik und... Das Geräusch eines Schalters ist halt immer ein schönes Geräusch. Nee, vor allem so schön, wie das mit dem ganzen Touch ja ist. Wenn du drauf rumtouchst, siehst dann irgendwann noch, guckt euch eure Handys an. Ich wollte gerade sagen, guck mal einer auf sein Handy und dann wundert er sich, ist ja gar nicht so sauber, wie als es neu war. Nee, warum? Genau. Hier über das Bordcontrol können wir die Spannung der Batterie, die Wasserstände abfragen, können den Wechselrichter bedienen, können die Solarleistung abfragen, alles über ein Gerät, dass wir halt eben nicht 10 Uhren haben. Ja. Dann haben wir hier noch die Abfrage für den Gastank mit dabei. Duo-Control ist verbaut. Mit, ja. Heizungsbedienteil, Klimaanlagenbedienteil ist ja... Welche Heizung habt ihr drin? Die CP4? Die Kombi 6 serienmäßig. Ach cool. Hier auf Wunsch Diesel, deswegen hier auch der Schalter fürs Höhenkit. Ah, das ist gut. Wir haben grad mit dem, ja, aber gerade mit dem Auto, mit der Ausstattung, fährst du natürlich auch mal in die Berge. Genau. Deswegen wollte der Kunde die Dieselheizung haben. Ab wie viel Meter? 1000, ne? Ist, glaube ich, das 1750. Ist empfohlen, ne? Genau, wenn es draußen qualmt, sollte man umschalten. Ja, ja. Spätestens. Super. Und ja, mehr muss es dann halt nicht sein. Küche. Haben wir. Schicke Küche. Genau. Wenn ich jetzt einer fragt, was ist hier gemacht, das ist so ein bisschen geschützt, gehe ich mal davon aus. Genau, wir haben hier bei diesem Modell, bei unserem M-Modell haben wir einen Echtholzkranz, also das ist hier tatsächlich Echtholz. Und Echtholz in seiner Eigenschaft ist leider Gottes etwas anfällig gegen Kratzer, Druckstellen etc. Und da wir das Fahrzeug in nicht allzu langer Zeit oder in Kürze besser gesagt an den Kunden ausliefern wollen, haben wir hier einfach einen Schutz drum gemacht. Damit da nichts dran kommt. Sieht nicht schön aus, aber wir wollen, dass es hinterher schön aussieht für den Kunden. Ja, das ist okay, das muss man auch akzeptieren. Hier. Kocher, der sieht edel aus. Was ist das ich für eine Marke? Ich habe gestern fälschlicherweise gesagt, das ist ein Dometic-Kocher, aber er ist von Tedford. Er ist von Tedford. Bitte um Nachsicht. Aber sehr schick, habe ich so auch noch nicht gesehen. Genau, das ist der Topline von Tedford. 2,5 kW-Brenner, da kriegt man auch wenigstens mal was warm. Mit elektrischer Zündung und sehr schön einfach zu reinigen. Wir haben hier eine Glasfläche, die man halt eben sauber machen, sauber halten kann. Einmal reingedreht. Edel. Also und es gehen nicht diese Gumminupsis kaputt, ja, wenn man die genau, genau. schnell wieder reinstopft. Nee, aber ohne Quatsch, den Kocher kenne ich tatsächlich noch nicht. Und ich habe schon echt viele gesehen, aber den gibt es als 2-, als 3-Flammen-Kocher und wird bei uns sehr gerne genommen, weil er halt eben schick aussieht und die große Flamme hat. Ja, das auf jeden Fall. Und dann die Leistung dementsprechend. Genau. Also das ist wirklich schick gemacht, ne? Mhm. Sehr toll. Schöne Spüle. Genau. Ja, weißt du, was ich bei sowas ja immer liebe? Du hast eine vernünftige Größe, wo du auch mal eine Pfanne reinkriegst, weil meistens hast du immer nur... Die meisten Spülen sind eckig. Bei uns in der K-Serie ist auch eine eckige Spüle, weil auch der eine oder andere sagt, etwas größer schon, ja. Klar. Das nimmt hier Platz im Einstieg weg. Aber wer schon mal einen eckigen Teller hatte im Wohnmobil, der weiß, dass es im eckigen Waschbecken geht. Die meisten haben aber runde Teller. Ja. Und das hier ist auch sehr schön gemacht hier mit dem Silikon und so, also richtig sauber. Genau. Was ist denn hier hinter? Das zweite Becken. Wir haben hier noch ein Abtropfbecken hinter. Wenn man am Abwaschen ist und die Frau, der Sohn oder man selber hat das Glas nicht ausgetrunken. Das ist mal clever, weil was mache ich? Also wenn wir spülen, meine Frau oder ich, Handtuch hinlegen, die nassen Sachen da drauf, da kannst du es ja noch da reintun. Es läuft in den Abwassertank mit rein und ist weg. Sehr, sehr schick. Ah, jetzt muss ich mir aber das hier mal angucken mit den Fenstern. Genau, wir haben einen Magnetverschluss, okay. Sodass ich halt eben stufenlos dieses Verdunklungsplissé hoch und runter fahren kann. Und zum Unterschied jetzt mal zu anderen, ganz ehrlich, ihr seht, es ist wirklich hell draußen, ne? So, die Kamera stellt scharf, ja. Es ist also wirklich, und hier, da kommt nichts durch, ne? Nein, das ist absolut dunkel durch die Bürsten hier an der Seite, kommt weder Licht noch Insekten rein und das ist halt eben ein Punkt, den es hier auch sehr schön macht. Hühnerkopf hat das Fenster jetzt verbessert. Ganz zu Anfang sind die halt eben irgendwann, vielleicht diejenigen, die ein Hühnerkopffenster haben, werden es kennen, dass sie immer wieder mal aufgehen, okay. Weil wir ja zwei gegenläufig gespannte Rollos haben. Die ziehen ja im Grunde voneinander weg. Die rasten jetzt hier ein und können nicht mehr runtergehen. Okay. Mechanisch verriegelt, dunkel, fertig. Evolution halt. Ne? Es wird halt besser. Genau, es wird nicht alles schlechter, es wird auch mal was besser gemacht. Das ist schön. Hier das Raumklima hier drin ist total angenehm, ne? Ja, also du kannst von vorne bis nach hinten gucken. Ja. Und wenn ich jetzt noch mal sage, es sind 6,50 Meter,
Ja, und wenn man hier drin steht. Highlight. 6,50 Meter und wir haben eine vollwertige Rundsitzgruppe. Oh ja. Einsäulenhubtisch. Genau, versenkbar. Kann man wahrscheinlich auch noch zur Bettfläche umbauen, das Ganze. Klassisch wie im Wohnwagen. Das Mittelpolster hinten kommt raus, die Seitenpolster kommen rein und ich habe hier nochmal 1,40 x 2 Meter Liegefläche und kann dann halt eben diejenigen, die hinten angeschnallt mitfahren, auch zum Schlafen einladen. Sehr, sehr toll. Also das ist echt... Und weißt du, was ich gerade total genial finde? Du sitzt hier so hoch, ne? Du kannst schön runtergucken. Du kannst erstens runtergucken und dir guckt nicht jeder auf den Teller, wenn du hier sitzt und die kannst Leute laufen mal morgens in Unterhose hier frühstücken. Weil es guckt hier keiner. Also das ist das ist so toll. Da stehen wir. Also wir sind wirklich Nachbarn, Leute. Ja, natürlich. Ach, das ist ein Traum. Zeig mir doch mal bitte das Bad. Oder was haben wir da? Achso, ich hatte hier gerade zufällig die Hand dran. Ja. Wir haben hier Pushlock. Aber? Pushlock mit Feder. Ach. Okay. Bedeutet, klack. Die verriegeln und wenn ich dann im normalen Wohnbetrieb bin, muss ich nicht jedes Mal den Knopf drücken. Du weißt, du kannst sie dann schön auflassen. Genau, gerade hier bei den Türen, wo ich eine Tür habe. Das ist auch schön. Das Einkauf reinräumen. Genau. Rein damit und weg ist er. Ich wollte gerade sagen, du kannst tatsächlich, wenn du Lust hättest, da Dinger in Einkaufswagen noch sogar mitnehmen. Also das. Genau. Und die sind halt eben verriegelt und ich muss sie nicht jedes Mal zudrücken. Kühlschrank von Kissmann. Haben wir auch, natürlich. Kompressor-Kühlschrank auf Wunsch von Kissmann, von Dometic, von Tedford. Auch da sind wir offen. Offen für die Wünsche der Kundschaft. Mein Kissmann ist natürlich eine gute Marke. Ne? Also da, das ist schon. Das ist auch mehr schon aus dem Offroad-Bereich. Ne? Pack mal an, ist kalt? Ja. Funktioniert. Funktioniert, ne, ist schon. Kaffee, Milch muss kalt sein. Kaffee, Milch muss kalt sein. Da, ta, da, da. Das ist ein schickes Bad. Ach, wie schön. Für was sind die Stofffarben jetzt, Milch? Das sind unsere Gardinenstoffmuster, Vorhänge, Gardinen. Ah, okay. Falls da jemand mal gucken möchte, welche Auswahlmöglichkeiten es gibt, nehmen wir die halt auf den Messen gerne mal mit, um zu zeigen. Hier ist im Moment das helle halt. Genau, je nachdem. Geschmäcker sind ja unterschiedlich, genau, ob jetzt aber weiß, grau oder pink haben möchte. Aber das ist schön, dass ich so eine riesen Auswahl habe, weil normalerweise heißt es ja nur so, die ganze Kombination so oder so oder so und ihr habt es halt individuell so ein bisschen. Ne? Genau, das ist der Vorteil im Individualbau, dass wir dann halt eben mehr als eine Möglichkeit bieten können. Schön ist mit der Dusche, dass du hier eine komplette Duschkabine hast, wirklich mit einer richtigen Tür. Mit einer Glastür. Das ist tatsächlich das ist mineralisches Glas. Ach krass. Sehr edel. Das ist auch was, hat wieder einer mitgedacht, dass man mal was aufhängen kann. Genau. Das ist verkaufen wir bei fast jedem Fahrzeug mit diese Kleiderstange. Hier sollten sogar zwei sein, dass der Kunde sagt, er kann nochmal zwei Handtücher oder mal eine nasse Jacke aufhängen. Es macht wirklich Sinn, gerade ohne Quatsch. Im Sommer denkt da kaum einer dran, ne? Aber wir machen auch Wintercamping im Herbst. Dann hast du öfter mal irgendwas nass. Ja. Und das vergessen viele. Viele denken immer nur, das Campen besteht nur aus solchem Wetter, wie wir es momentan haben. Aber Campen ist ganz Jahres. Und da hat man auch mal schlechtes Wetter. Und dann bist du echt dankbar. Und mit diesem Fahrzeug kann man im Winter durchaus. Weil der ist winterfest. Der ist winterfest. Wir haben einen beheizten Doppelboden, wir haben dick isolierte Wände. Ja. Und die Hühnerkopffenster natürlich. Ja, das macht so viel aus. Und dementsprechend haben wir halt eben auch die Möglichkeit, damit im Winter zu verreisen. Es sind so diese Kleinigkeiten, ne? Oben diese Abschlussleisten angefasst, so das sieht einfach nur wie zu Hause. Genau. Wie zu Hause. Was ist das für eine Toilette? Das ist die Robel Trenntoilette. Ihr habt eine eigene Trenntoilette? Wir haben eine eigene Trenntoilette. Sehr cool. Aber es geht auch jetzt, wenn ein Kunde sagt, ich möchte keine Trenntoilette haben, es geht auch normale Toilette. Genau, serienmäßig haben wir nach wie vor noch ein Tedford Chemie-WC verbaut. Mhm. Und wer das nicht haben möchte, kann halt eben eine Trenntoilette nehmen. Es darf gerne unsere sein. Wir verbauen alternativ natürlich auch die Nature's Head, Airhead und Co. haben wir auch schon verbaut. Und darüber hinaus natürlich auch, wer möchte eine Festtanktoilette.
das mit geht auch. Hacker, ja. Haben wir auch verbaut. Mhm. Die letzten beiden Fahrzeuge tatsächlich eine bekommen. Je nachdem, was der Kunde möchte. Das ist halt eine Frage der, wie autark möchte ich sein? Weil das Thema ist immer das, was meistens gar nicht beachtet wird. Alle wollen genau. Immer Strom und große Batterien, Solar und. Und müssen nach zwei Tagen irgendwo hin, weil die Spieltoilette voll ist. Genau, das ist es. Das ist ja was Natürliches. Ja. Leider, aber es ist halt so. Genau, es ist so. Wir haben hier einen Trenneinsatz drin. Wir haben hier vorne einen Schalter für den Lüfter. Jetzt ist das Gerät nicht in Benutzung, da kann ich den Lüfter ausschalten. Aber den brauchen wir halt eben, um hinten dann die Feuchtigkeit rauszusaugen, den Geruch rauszusaugen. Ja. Geht nach unten und das Fahrzeug weg, hat keiner was mit zu tun. Korpus aus GFK, weil wir halt eben so gern mit GFK arbeiten. Und damit es so ein bisschen aussieht wie zu Hause, haben wir natürlich auch... Soft Closed Klo-Deckel. Genau, eine Absenkautomatik. Das ist schick. Das man soll sich ja auch fühlen wie zu Hause. Ja, aber Trenntoilette ist für viele immer noch so dieses... das ist einfach nur eine Schüssel und also ne, das ist so ein... Aber das hebt es dann schon wieder ab. Genau, es soll auch ein bisschen schicker sein, als einfach nur in den Eimer zu. Ja, genau. Da nochmal ein Fach. Da haben wir nochmal ein Fach, da kann ich dann mein Einstreu zum Beispiel für die Trenntoilette reintun oder was auch immer da gerade reinpasst. Also ihr habt auch Staumöglichkeiten ohne Ende. Ich sehe auch hier zum Beispiel. Genau, das war auch ein Wunsch des Kunden. Normalerweise sind dort zwei Schubladen und eine Klappe. Okay. Und da sollte aber noch ein offenes Ablagefach hin, damit man halt da mal hinten an der Steckdose was anklemmen, aufladen kann. E-Bike-Akkus, Handy etc. Was ich sehr schön finde und was ich aus dem Gespräch mit dir jetzt so heraushöre, ist, dass es wirklich, dass also die individuellen Wünsche umsetzbar sind. Richtig, weil wir... das Fahrzeug so bauen, wir fangen mit der Kabine an, wir bauen erst eine leere Kabine aufs Fahrgestell und bauen dann die Möbel rein, die wir selber fertigen. Und dementsprechend haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, den Schrank, den machen wir halt eben mit einer Klappe, mit zwei Klappen. Normal ist es so, dass hier eine ganz große Tür ist für einen Kleiderschrank, aber mit so einer Aufteilung hier mit Fach, mit einer Schublade und dann noch mit Fächern für zum Beispiel Stoffmuster oder Teppichmuster etc., ja. Oder was auch immer da reinpasst. Am häufigsten halt eben so die Geschichten, T-Shirts oder Handtücher, was man gefaltet in den Schrank legen kann. Das wirklich, die verschwinden hier drin. Ich finde das wirklich cool, dieses Individuelle, was man dann tatsächlich auch umsetzen kann. Genau, das, was man in der Serie halt eben nicht hinbekommt, weil klar, die haben ihre Fertigung am Band, haben ihre Abläufe und entweder der Händler kann es nachrüsten oder man lebt damit. Und wir machen es von vornherein halt eben so, damit es nicht nachgerüstet werden kann, sondern dass es von vornherein so ist, wie der Kunde es haben möchte. Hat auf jeden Fall Charme. Und du hast im Grunde kein Fahrzeug so wie das andere. Richtig. Weil irgendein Sonderwunsch hat immer irgendein Kunde. Ganz das heißt, viele. Du wirst im Grunde niemals, die Wahrscheinlichkeit ist quasi null, dass du dasselbe Fahrzeug nochmal hast. Genau. Es ist häufig so, die Fahrzeuge, die wir zur Ausstellung präsentieren, so wie dieses hier zum Beispiel, die Wünsche, die irgendeiner sich mal überlegt hat, die kommen dann bei den anderen auch gut an, so wie dieses Ablagefach, das hat jetzt auch schon den einen oder anderen interessant gefunden. Oder das Sideboard zum Beispiel. Normalerweise ist beim 6,50 Meter die Dusche noch größer bis hier hinten hin. Hier ist jetzt die Seriendusche aus dem 6,30 Meter Fahrzeug drin plus Sideboard. Und Ich bin wirklich beeindruckt, was machbar ist. Also, dass dann wirklich gesagt wird, okay, dann machen wir es halt so. Dadurch hast du hier oben nochmal ein Fach und hast unten das Sideboard mit unten drunter. Und ja, kriegen wir hin, machen wir. Genau, weil das halt eben unser Kerngeschäft ist. Das Möbelfertigung, die wir hier machen, das ist mit Liebe und Leidenschaft. Jetzt muss ich noch ganz kurz, auch die Dachluken, ne? Hühnerkopf, nicht irgendwelche normalen Heki-Dachluken. In der Serie tatsächlich ein Mini-Heki über der Sitzgruppe, weil irgendwo muss man mal eine Serienausstattung festlegen. Klar, musst du. Wobei das meiste wirklich von der Serie abweicht, aber man muss halt eben mal einen Punkt das haben wir da. Du musst ja einen Grundpunkt haben, womit man arbeiten kann. Genau, und das ist dann halt eben Aufpreis oder Sonderwunschpreis. Aber irgendwo muss man halt eben mal was anfangen zu gestalten. Ja, weil sonst kannst du ja nie mit einem Grundpreis auch mal irgendwo sagen, okay, das Auto gibt es ab und nach oben kann man da gar nicht sagen, weil das ist, wie gesagt, so individuell dann. Genau. Da gibt es ja kein Ende.
Und deswegen ist halt eben die Grundausstattung, die wir haben, die Serienausstattung, die wir haben, recht minimalistisch, um halt eben diese ganzen Sonderwünsche umsetzen zu können. Und natürlich, da haben wir uns ein bisschen auch der Großserie angeglichen, je geringer die Ausstattung, desto geringer der Grundpreis, dann sieht es im ersten Moment nicht so böse aus. Ja, aber wie gesagt, dadurch hast du halt die Möglichkeit, es dir so zu gestalten, genau, wie du es haben möchtest. Richtig. Du musst es nicht so nehmen, wie es halt ist. Genau. Super, Carsten. Ich sag vielen lieben Dank für die tolle Führung durch das Robelmobil. Wie ist die genaue Bezeichnung? M650 HLB. Okay. Hecksitzgruppe, Längsbetten, ganz einfach gemacht. Ich verlinke euch unten mal in der Videobeschreibung die Internetseite und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Alles Gute. Dank dir. Bitte. Bis dann. Tschüss. Ciao.